Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BOTW. Wir haben in der letzten Folge eigentlich, ich sage jetzt nicht Wüste abgeschlossen, aber den sandigen Teil der Wüste nennen wir ihn so. Denn wir haben noch das Gebirge und ja, eigentlich nur noch das Gebirge vor uns. Und dann ist das Gebiet eigentlich auch schon wieder fertig. Aber diese Folge hatte ich vor, mich nochmal in der Stadt umzuschauen, ob vielleicht neue Nebenaufgaben dazu kamen. Und wenn ja, würde ich mal schauen. Ich würde vielleicht auch gerne ein paar beenden. Denn wir haben ja da die Moldova-Quest beispielsweise. Und sonst was. Muss ich das Foto auspacken? Vielleicht finden wir irgendwas, was wir noch nie fotografiert haben. Brechen. Savata? Ich glaub's nicht. Der Titan hat sich plötzlich beruhigt. Aber dem Frieden traue ich nicht. Man weiß nie, wann er wieder anfängt, in der Gegend herumzutrampeln. Wenn ich nur daran denke, mache ich mir solche Sorgen, dass ich nachts kaum noch schlafen kann. Ja, ich würde mir keine Sorgen machen. Momentan passt ja alles. Ich kann das Damengewand. Warum kann ich sie drin nochmal kaufen? Egal. Eine Fremde, Savotta. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht wieder spielen, Fremde. Was machst du da? Ich tue so, als wäre ich die große Obosa. Obosa war eine tolle Kriegerin und hat ganz, ganz lange vor mir gelebt. Sie war ein Recke und hat diese Stadt vor einem bösen Geist beschützt. Meine Schwester sagt, dass man ganz viele Wachen schieben muss, damit keine Geister auftauchen. Aber die sind so schwer für mich. Ah, eine hylianische Waage, Savotta. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Gerichte, die Pilze enthalten, tun gut, wenn man einen Kater hat. Wenn es mich also mal erwischt hat, mache ich immer eine Curry Duftpilzpfanne? Das ist ein ganz einfaches Gericht aus Kronengewürz und Pilzen. Stimmt, da müssen wir auch noch die paar Quests an Stellen fertig machen. Apropos Quest, Quest, Quest. Ich gucke mal hier auf dem Markt, ob hier irgendjemand rumläuft. Savotta. Toll, eine Weihe außerhalb der Stadt. Ich heiße Marku und ich spiele gerade Pferdchen. Pferdchen? Kennst du es etwa Pferdchen nicht? Gibt's Ist da, wo du herkommst, gar keins? Das war ein riesiges Pferdchen, das die ganze Zeit Stampf, Stampf gemacht hat. Es ist wohl woanders hingegangen. Bestimmt, weil alle immer gesagt haben, dass es ein böses Pferdchen ist. Ah, sie redet vom Tifan. Wasak? Ich hoffe, du kaufst ganz viel. Meine Empfehlung: Bombenpfeile. Wenn du damit triffst, dann bumm. Ganz im Ernst, die sind toll. Habe ich aber schon genug. Haben wir hier irgendwo eine Aufgabe? Weil sonst würde ich mal schauen, dass ich in den. Müde in die Bar komme, genau. Erstmal bei denen schaut, da ist nichts mit ihr. Die Quest haben wir schon. Da, hoppala, du hier bitte. Savotta, ach, du bist es. Mein Mann ist der einzige Void, der je gesagt hat, dass ich schön bin. Ich würde alles tun, um ihn ein Moldora-Herz zu besorgen, aber ich bin einfach nicht stark genug. Hier, ah ja, stimmt, wir haben ja genug. Das ist ja ein Moldora-Herz. Kann ich das wirklich haben? Savak, Savak. Das ist das Einzige, was ich zum Dank geben kann. Bitte nimm es. 300, passt doch. Für das, dass die Moldora so einfach sind? Ich kann ihn retten. Das Moldora-Herz. Ach, ich musste keine bestimmte. Doch, ich glaube, ich musste auch eine bestimmte Moldora besiegen. Die jetzt besiegt oder nicht? Ihr Versager. Oh, du bist wirklich eine mutige Weih. Retter hat uns alles erzählt, wie du sie gefunden hast, meine ich. Du warst heldenhafter als jeder Void, hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unserer Einheit beitreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davongekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm das hier zum Dank und kauf dir irgendwas auf dem Markt. Jetzt habe ich hier schon 400 Rupine gekriegt. Die Suche nach Baretta. Brechen. Savotta. Aber du bist's. Und du hast wirklich unseren Helm zurückgebracht? Ui. Da hast du uns ja wirklich aus der Klemme geholfen. Wenn du nicht gewesen wärst, müssten wir immer noch mit den Sperren üben. Alter. Sollte ich dir trotzdem machen, man kann nie wissen, was sonst abgeht hier. Savotta. Dank dir ist der Helm wieder da, deshalb haben wir auch endlich mal wieder frei. Aber sobald wir die Lanzen repariert haben, ist wieder Sondertraining angesagt. Barbie kennt wirklich kein Erbarmen. Barbie? Lagen wir? Du bist ein Barbie, hä?
Ein Tackler, hä? Wenn es ein Einheit, dann bist du Barbie. Ich hoffe, du wartest nicht, dass ich dir danke. Ich war nur zu sehr mit meinen faulen Untergebenen beschäftigt, sonst wärst du mir nicht zuvorgekommen. Oder glaubst du, diese feigen Banditen wären eine Herausforderung für meine Lanze gewesen? Was auch immer in Zukunft auf den Stamm der Gerudo Zukunft. Ich werde diese Stadt und Königin Riju beschützen. Und weh, du kommst mir dann wieder in die Quere. Aber ich habe eine Idee. Ich muss hier mit jedem reden. Weil dann weiß ich den, kenne ich den Namen oben drauf und ich weiß, dass sie mir keine Quest oder sowas geben. Und dummster muss ich auch noch die Dame bringen. Savotta. Oh, möchtest du auch an meinem Voi-Lektion teilnehmen? Ich heiße Ashai. Tagsüber bringe ich die jungen Voi den Umgang mit Voi bei. Und abends das Kochen in der Wildnis. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, alle jungen Gerudo gut auf das Leben außerhalb der Stadt vorzubereiten. Wenn du Lust hast, kannst du dich gern auch einmal teilnehmen. Savotta. Was hältst du von meinen Bauchmuskeln? Angeblich sind Bauchmuskeln besonders effektiv im Umgang mit Voi. Wie effektiv? Es kommt erst in der ersten, in der nächsten Lektion. Aber effektiv ist ja ein guter Grund oder etwas Gutes, oder nicht? Ja, kommt drauf an, was du machen willst. Es gibt Leute, die stehen drauf, manche eher nicht. Und erst einmal mal im Schloss umgucken hier. Wir müssen immer noch mit ihr reden. Mir ist nichts verborgen geblieben, wie du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Savak, Savak. Hiermit bist du ein Ehrengerudo. Und als solchen vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Was? Was? Schon? Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist so bloß aus Kraft so willig wie du. Was? Habe ich jede Aufgabe... Nein, oder? Safe nicht. Die Königin erlaubt dir einzutreten. Muss jemand ganz Besonderes sein. Ich spreche einfach mal mit jedem, dann habe ich einen Namen über dem Kopf. Hm. Ja, egal. So, dann haben wir hier schon mal Aufgaben beendet. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Du, mit dir muss ich reden. Genau. Du hast die Erlaubnis, die Gemächte der Königin zu betreten. Wer bist du? Ein Mann, der in Frauenkleidung in eurer Stadt rumrennt. Das sage ich aber nicht, weil sonst würde ich wahrscheinlich aufgespießt werden. Marco. Okay, am besten ist, wenn ich mit jedem rede, dann schwebt auch ein Name drüber. Savak. Na, Boris hat sich beruhigt. Was unglaublich. Das hat unsere Königin mal wieder sauber hingekriegt. Bald strömen hier sicher wieder die Touristen durch die Straßen wie in den besten Zeiten. Hm. Andererseits heißt das, ich habe noch weniger Gelegenheit, mein Void zu sehen. Aber eine Gerudo-Stadt, in der tote Hose ist, fühlt sich einfach verkehrt an. Wird schon werden. Dein Void? Ich bin frisch verheiratet, ob du es glaubst oder nicht. Die meisten Void, die so einen Stand haben, sind unter der Haube. Verheiratete Void leben außerhalb der Stadt und kommen ab und zu zurück, um so etwas Geld zu verdienen. Ich sehe zwar meinen Void wenig, aber Geld ist nun mal leider zum Leben notwendig. Du kannst mir gern helfen, indem du was kaufst. Wiedersehen. Wir brauchen keinen Schlaf, aber die Temperaturschwankungen in der Wüste sind extrem. Wenn du dich mitnimmst, wenn dich das mitnehmen, solltest du dich gut ausruhen. Zawak. Der Titan hat sich beruhigt, also kommt hoffentlich wieder in die Leben in die Stadt. Noch besser an die Arbeit. Wiedersehen. Ganz im Vertrauen, ihrem perfekten Teintime, die Gerudo und Möglichkeit, diesen Pilzen zu verdanken. Es wäre doch Verschwendung, nach Gerudo-Stadt zu kommen und nicht einmal ein paar Pilze mitzunehmen. Ja, vielleicht irgendwann mal. Aber ich rede jetzt erstmal mit jedem. Was sag? Na, Boris ist plötzlich brav wie ein Lamm. Wie kommt das bloß? Nun, das bedeutet mehr Kunden für mich, also will ich mich auch nicht beschweren. Da du schon mal immer hier bist, wie wär's mit deinem neuen gewonnenen andere Farbe? Ach, weißt du noch gar nicht? Die Farbe der Kleidung zu ändern ist unter Weih gerade große Mode. Bei Tornado und Hateno kannst du deine Kleidung färben lassen. Das ist allerdings ziemlich weit weg, also kommen wir da gar nicht sehr oft hin. Brauchst du was? An einem solchen Tag würde ich gern mit einer frischen Getränk in der Bar sitzen. Ja, genau. Ach, dort dürfen Kunden nicht hinein. Wenn du ein Mitglied bist, bitte komm durch die Hintertür. Moment. Aha, warte. Das ist der Laden, hä?
Ja, das ist der Laden, wo ich leer gekauft habe. Greta, wie geht's denn so? Hier heißt immer Sava Sava. Ich schau nur. Die Größe, die euch umgegene Finsternis, umso heller strahlt das Licht, denke ich auch. Okay. Aber ich habe ja schon alles hier. Dann dürfte ich jetzt fast mit jeder Gerudo-Dame geredet haben, ha? Sprechen. Ey, was willst du denn? Ich schlafe immer tagsüber. So. Ach, du bist wahrscheinlich die Barbetreiberin. Du musst ja nachts halt aufbleiben, deswegen tagsüber schlafen, ha? Ich rede einfach mit den Leuten hier. Mit der habe ich schon geredet. Die hat nichts. Mit der habe ich nicht geredet. Guten Tag. Hast du schon gehört? Unsere Königin hat es irgendwie geschafft, Naboris zu besänftigen. Nicht schlecht dafür, dass sie noch so klein ist. Deshalb so stark, weil sie gutes Fleisch von uns gegessen hat. Das solltest du auch tun, damit du bald auch so stark und so schön und stark bist wie unsere Königin. Hier. Savak, wenn du von deiner langen Reise erschöpft bist, entspann dich doch hier. Unser Hauptpflegeprogramm kann ich dir wärmstens empfehlen. Aruas Sandpapiermassagen ist unübertroffen. Ja, das wird noch nicht funktionieren. Ich muss mich ja dafür ausziehen. Was sag? Oh, eine hübsche Weibi. Du interessierst dich sicher für unser Hauptpflegeprogramm. Wir führen einen Gasthof, doch die Spezialität dieses Hauses ist ein besonderes Schönheitsprogramm. Sehr beliebt. Bei uns gibt es monatelang Wartelisten für einen Termin, aber für dich machen wir eine Ausnahme. Ich kann es nur schwer in Worte fassen, doch du hast eine ganz besondere Ausstrahlung. Ach, jetzt bin ich ganz im Plaudern geraten. Also, was möchtest du? Möchtest du hier übernachten? Hauptpflege? Oh, erzähl mir nicht, dass du noch nie von Aurora's Hauptpflege gehört hast. Und da denkt man immer, man hat es zu etwas Ansehen gebracht. Wenn du dich meiner Sandpapiermassage überlässt, dann wirst du wie neugeboren fühlen. Du wachst gekräftig und energieladen auf, da ist dieses Programm auch so beliebt. Mehr noch, dein Talent wird glatt und geschmeidig, eine Muss für jede Wahl. Ah, das wird wahrscheinlich einfach, wenn ich... Es ist wahrscheinlich einfach, wenn man einfach erschöpft ist, dass man einfach Zusatzleben oder so kriegen könnte oder so. Ist hier noch jemand? Hallo, werte Kundin, hast du schon gehört? Naboris hat sich beruhigt. Und nach allem, was man gehört hat, haben wir das unserer Königin und Patricia zu verdanken. Wusstest du, dass Patricia auch mit meinen Früchten gefüttert wird? Eigentlich ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Patricias Früchtchen. Nur echt mit dem Sandrobbensiegel, hä? Was meinst du? Da will man gleich zugreifen, oder? Wenn ich ein paar Anzeigen anfertigen lasse, wird das der Renner. Wiedersehen. Früchte habe ich ja genug, aber es ist schwierig, hier Tabantaweizen, Rohrzucker oder Ziegenbutter zu finden. Daher gibt es auch nicht so oft Kuchen. Aber wenn du die Zutaten hast, solltest du versuchen, selbst einmal einzubacken. Wer bist denn du? Was sag? Ich habe gehört, dass du unsere Feuersteine geschenkt. Dass du uns Feuersteine geschenkt hast. Damit hast du uns wirklich gerettet. Soll ich dir zum Dank ein Geheimnis über die Chefin verraten? Raus damit. Also die Besitzerin. Im Bett trägt sie nichts, bis auf Schmuck. Ich frage mich, ob sie nicht friert. What the hell? Warum verratest du mir das einfach? Ich hinterfrag es nicht. Jetzt gehen wir aber zur Bar. Die Bar ist... Na, das ist... Krämerladen, Gasthaus. Wie viele Krämerladen gibt es hier bitte? Hier lang? Falsche Richtung. Andere? Nee, Moment, irgendwo geht's doch... Da lang? Ja, ich glaube, da lang war's. Oder auch nicht. Gourmet-Geheimnisse 1 von Ratam Band 1. Effektvoll kochen. Die meisten Zutaten wohnt eine besondere Kraft inne. Zutaten mit dem Wort Frost im Namen erhöhen die Resistenz gegen Hitze.
Und mit dem Namen Maxi erhöhen sie die Gesundheit über das gewöhnliche Maß hinaus. Es warten noch viele weitere Effekte, darauf entdeckt zu werden. Während Zutaten mit dem gleichen Effekt in einem Gericht kombiniert, erhöhten sich Wirksamkeit und Dauer des Effekts. Ein Wort der Warnung, die Kombination unterschiedlicher Effekte kann dazu führen, dass sie sich gegenseitig aufheben. Meine Wenigkeit hat schon immer einen aktiven Diebenstich gepflegt und daher Spurzutaten äußerst zugezahlt. Heilsame Zutaten. Durch Kombinieren von Insekten oder ähnlichen und Monstermaterialien kann ein Kenner sogar Medizin herstellen. Medizin wird wie normale Gerichte im Kochtopf gebraut. Je wertvoller die Zutaten, umso effektiver die Medizin. Werden Eicheln oder Vogelnüsse hinzugefügt, erhält die Medizin zusätzlich einen heilenden Effekt. Ich für meinen Teil akzeptiere weder Fliegen in der Suppe noch sonstige Insekten in meinen Gerichten. Alle, die ähnlichen Gefühle hegen, mögen beruhigt sein. Viele Gerichte haben ähnliche Effekte wie Medizin. Feen in der Küche, was? Es heißt, dass Feen tatsächlich existieren, sich aber nur demjenigen mit einem reinen Herzen offenbaren. Theorien zufolge gibt es spezielle Gerichte, die nur mit der Hilfe einer Fee zubereitet werden können. Mein Herz ist so makellos rein wie jedes meiner Kochutensilien, daher erwarte ich nun täglich die Ankunft einer Fee. Okay. Okay. Naja, schauen wir auf jeden Fall erstmal zur Bar zurück. Die ist doch in die Richtung. Oder? Hä? Wo ist denn die Bar? Andere Richtung dann. Das war dann da drüben, die Bar. Aber warum habe ich gerade dieses Buch gefunden? Egal, ja, da ist die Bar. Ich wollte da nicht runterspringen. Ich muss mit den Leuten da drin mal reden. Mit dir rede ich am Schluss, weil dich brauche ich ja. Savat. Wenn wegen des Titanen konnte ich den Wüstenbazar ewig lang nicht verlassen. Ich bin immer noch ganz aufgedörrt. Findest du das etwa zum Lachen? Sag mal, was macht denn Bedi so? Wenn ich mich recht erinnere, wollte sie doch nach dem Liebesteich suchen. Was dieser Ort, an dem man seiner wahren Liebe begegnen soll oder so? Genau. Und außerdem... Hey, warte mal. Stehe ich einfach rum und belausche ganz gedreist unser Gespräch. Woll, wer braucht die schon? Ah ja, das war die, die gesagt hat, dass sie ihre Bauchmuskeln für ihn trainiert hat. Ich schau mal noch mein Gespräch zu, weil es klingt doch interessant. Aha, das dachte ich mir. Okay. Was? Das war die ganze Zeit dort und ich wundere mich schon, dass der Sandsturm an der Stelle nie nachgelassen hat. Hm, was? Was will deine hylianische Weihe wie du denn hier? Was machst du? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin und untersuche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt. Naja, nicht ganz, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann werde ich mir einen Namen als Archäologin machen. Oh. Dass wir uns hier treffen, muss ein Wink des Schicksals sein. Ich kann dir also beruhigt von meinen Forschungen erzählen. Und zwar alles, jedes Detail, na, willst du es hören? Natürlich willst du das. Na, natürlich. An den Ausläufen der Gerudewüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Er ist den riesigen Statuen der sieben Kriegerinnen geweiht, die von den Gerudo als Beschützer verehrt werden. Die Geister der sieben weisen den Weg. Ihnen obliegt es, Zugang zu gewähren zur Heldenprüfung. Ah ja, das habe ich schon gemacht. So sieht es so steht es in den Schriften, die ich in diesem Tempel gefunden habe. Es heißt, aus allen Teilen der Welt sei ein Abenteuer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen. Aber soweit ich den Text hier verstehe, hat bis jetzt niemand die Prüfung bestanden. Prüfung? Also, was es damit auf sich hat, finde ich sicher noch raus, wenn ich den Text weiter studiere. Ich bin mir nicht sicher, aber die Kriegerinnen besaßen jede eine Kraft, die Teil einer größeren Kraft war. Diese Kräfte waren Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Aber für mich sehen sie alle gleich aus. Bald habe ich die Geheimnisse der Schrifte gelöst. Der Titan hat sich beruhigt, also nichts wie zurück an die Arbeit. Vor kurzem habe ich bei der Erkundung des Tempels einen Schrein gesehen, der vorher nicht da war. Ein neuer Schrein, eine geheimnisvolle Prüfung. Ja. Eine von den sieben Kriegerinnen auferlegte Prüfung. Bestehe ich sie, werde ich der Star der Archäologengesellschaft. Ach, ich bin ja so aufgeregt. Ah, der Schrein, den habe ich schon längst besiegt. Besser gesagt, das war nicht mal ein Schrein, das war eine Belohnung. Zuhören. Was Bedi wohl macht? Schließlich hat sie sich angestrengt nach dem Liebesteich gesucht. Tja,
Sie ist förmlich hier rausgestürmt, als sie gehört hat, dass er irgendwo in Firone sein soll. Was denn? In Firone? Und ich dachte immer, das wäre nur ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber allein die Tatsache, dass sie noch nicht zurückgekehrt ist. Du meinst, sie hat ihre wahre Liebe gefunden? Vielleicht soll ich dort auch mal hingehen. Okay, die haben nur über den Lebenszeich, den wir schon gefunden haben. Und die Dame haben wir schon gesehen. Oh! Talia, Sarak. Diese Wildbeeren ist super toll. Ich habe sie in den Boden gepflanzt. Und dann? Dann habe ich plötzlich ganz viele. Das sind bestimmt magische Wildbeeren. Danke! Jetzt habe ich dir einfach die Wildbeeren geklaut. Hoppala. So. Sag, bist du eine Hilarinin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht für unseren Laden reicht. Wir verwenden ein ganz besonderes Eis. Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Wei, will woi, bitte. Willst du unsere Spezialität probieren? Den Wei, will woi? Tut mir leid, aber um den zu mixen, brauchen wir eine Menge Eis und genau das ist leider gerade aus. Das Zeug ist aber auch nicht wirklich stark, Einem zerten Pflänzchen wie dir würde ich den eh nicht anschenken. Also eigentlich... Wie bitte, Poki hat das gesagt? Aber ohne Eis kann ich keinen machen. Auch wenn ich natürlich gerne helfen würde. Im Eiskeller bekäme ich Eis. Wenn ich nicht nur so schlecht zu Fuß wäre, soll ich es holen? Das würdest du tun? Das wäre mir eine große Hilfe. Poki ist eine unserer besten Kundinnen, musst du wissen. Der Eiskeller ist nördlich der Stadt. Wenn du Ante dort alles erklärst, gibt sie dir sicher etwas Eis. Sie geht allerdings so früh ins Bett. Wenn du gehen willst, dann solange es noch hell ist. Oder warte mal. Dich das Eis durch die komplette Wüste und bis zur Stadt zu schleppen zu lassen, ist vielleicht etwas viel verlangt. Zwischen der Stadt und dem Eiskeller gibt es Ruinen. Bis zum Eingang dieser Ruinen kann ich dir entgegenkommen. Bitte bring das Eis einfach dorthin. Machen wir das noch oder nicht? Ich glaube nicht, ne. Aber ich gucke einfach nochmal in Ding rein. Das machen wir jetzt. Goroni, der verlorene Bruder. Nebenaufgabe. Ist hier noch eine von... Gerudo-Start. Die ist doch da runter. Warte, ich guck nur nach. Ja, steht auch da runter. Ah ja, bin ich dumm. Es gibt ja keine Nebenaufgaben mehr. Das haben wir ja alles durch den Helm gesehen. Wir haben jetzt einen Helm gekriegt. Kann man den irgendwie verbessern? Egal. Ich würde allerdings jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge machen wir die Schreinquest. Ciao. Euer Gladius.